Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update, unterstützt und präsentiert vom EA Creator Network. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum von EA präsentiert und warum kommt jetzt nicht die Analyse vom gerade erst erschienenen Gameplay Trailer. Ich habe viel geilere Informationen für euch als den Gameplay Trailer. Aber auf den Gameplay-Trailer werde ich gleich noch eingehen, denn den habe ich vor ein paar Tagen tatsächlich schon sehen dürfen. Um was geht's nämlich heute? Respawn hat zu einem exklusiven Presse-Livestream geladen und nur wenige weltweit bekannte Streamer und YouTuber durften dem beiwohnen. Staycation zum Beispiel, einer der wahrscheinlich bekanntesten, war damit am Start. Und fünf oder sechs Devs von Respawn führten uns ein Stück weit durch die neue Season 14 und Achtung, einer der Devs meinte, Big Meta Shift is coming in Season 14. Also die Meta wird sich extrem verschieben und ich sage euch auch gleich noch warum und es wird tatsächlich passieren. Es ist total krass und was das Besondere noch an diesem Livestream war, wir durften während des Livestreams Fragen stellen. Einige wenige, weil viele Fragen zusammengekommen sind, einige wenige wurden beantwortet und das lässt Spekulationen über die Zukunft von Apex Legends offen. Es war zum Beispiel die Rede von Cross-Progression oder die Frage, oder kann man später vielleicht mal irgendwelche Sachen an Freunde verschenken und. Es sind ein paar coole Fragen dabei und ein paar richtig coole Antworten, die auf jeden Fall Hoffnung auf mehr Apex Legends Stuff machen. Auf was könnt ihr euch hier einstellen? Ganz wichtig, vorab schon mal. Vantage wird in diesem Video nicht einmal zur Rede kommen, zumindest nur für diesen Part. Es gibt ein extra Video. Wir dürfen in diesem Livestream auch keine Aufnahmen machen. Ich habe aber ein paar wenige exklusive Bilder an die Hand bekommen und Vantage ist in einem späteren Video in ein paar Tagen dann dran. Und dort wird die genauer thematisiert. Wer jetzt denkt, ich weiß doch schon alles von Vantage, die ganzen Fähigkeiten durch irgendwelche Leaks, der irrt. Da wurden auch Fragen beantwortet über diese Legende und man hat in anderen Trailern noch mehr von ihr gesehen und es ist klar, es ist noch längst nicht alles beantwortet und längst nicht so, wie es scheint und deswegen lohnt es sich, dieses extra Video erst recht, in ein paar Tagen ist es draußen, lasst euch überraschen, aber ich denke Donnerstag, so 17 Uhr kommt es raus, ich denke, so viel darf ich schon verraten. Was haben wir noch? Wir haben Battle Pass, alle Skins, die legendären Skins zum Beispiel für die Waffe, für die Legenden, Map Update, Waffenmeter, Inventar, Care Package Waffen, Level Cap, Fragerunde und so weiter und so fort. Einer der Devs hat auch gemeint, wenn wir noch mehr Zeit hätten, würden wir wahrscheinlich noch mehr erzählen und es wird hier leider nicht alles thematisiert. Ich habe jetzt schon, ich sage mal, Early Patch Notes, aber es kommt eine Menge mehr. Das wurde versprochen, es war nicht die Zeit. Der Stream ging eine Stunde 10 und bevor wir jetzt noch mehr Zeit verlieren, fangen wir direkt mal an und ich fange, glaube ich, mal kurz mit dem Map-Update an, bevor ich die Care-Package-Waffen nenne und dann um die Waffenmeter. Map-Update ist klar, Skulltown. Ich zeige euch erstmal kurz eine Draufsicht der neuen Kings Canyon-Map. Ganz kurz, man sieht das jetzt nicht extrem gut im Detail, aber unten rechts neben dem Octane-Spot sieht man ganz gut den neuen Spot. Heißt nicht Skulltown, sondern Relikt oder zu Englisch Relic. Um hier ein besseres Bild mal klar zu machen, so sieht das hier aus. Kings Canyon hat auch eine neue Skybox. Ansonsten haben sich noch weitere Spots verändert. Broken Relay, Hillside und der Käfig. Für den Käfig habe ich hier noch ein Bild für euch. Und hier habe ich mich ursprünglich gewundert, warum wurde das so gemacht? Und die Antwort kam auch relativ flott. Es ist tatsächlich so, dass in der Vergangenheit es so war, dass viele Fights hier sehr hart umkämpft waren, sehr schwierig hier überhaupt voranzukommen, weil man über diese ganzen geschlossenen Plattformen an die Gegner, die sich hier vielleicht verkämpft haben, einfach nicht rankam und deswegen hat man das offener gestaltet, um sich hier nicht ewig an Ort und Stelle einfach aufzuhalten. Finde ich keine schlechte Idee, auch wenn ich persönlich nicht gedacht hätte, ob das jetzt unbedingt nötig gewesen wäre. Dann kommen wir zum Care Package Waffen. Die nenne ich eigentlich immer lieber eher zum Schluss, weil das die Leute bei der Stange hält, aber wir haben hier Waffenänderungen, die auf der ganzen Geschichte so ein bisschen aufbauen. Deswegen erzähle ich euch jetzt, dass in das Care Package zum einen der Bogen wandert und die Rampage. Es wurde Zeit, die Rampage habe ich mir fast gedacht, bevor es überhaupt klar war, welche Waffe reinwandert und rausgeht. G7 wird den meisten jetzt mittlerweile schon bekannt sein, aber die Vault SMG kommt ebenfalls raus. Eine Sache, mit der ich tatsächlich nicht gerechnet hätte, weil eigentlich dachte ich erst nach 3 Seasons, so kommt die Vault nach 2 Seasons wieder.
raus. Finde ich geil. Und jetzt kommen wir zu den Waffenänderungen. Es kommt ein neuer Hop-Up. Tatsächlich das Laservisier. Das Lasersight, was wir erstmalig gesehen haben im Maggie-Trailer, der Stories from the Outland-Trailer, wo die ganzen Soldaten um sie rumstehen mit der 301 und diesem Laservisier. Achtung, dieser Trailer täuscht natürlich. Das Laservisier ist nur für SMGs und Pistolen. Und was macht das Ganze? Es reduziert extrem stark das Hüftfeuerverhalten und du hast eine extrem hohe Genauigkeit aus der Hüfte, was die R99 wahrscheinlich zu einem absoluten Biest macht. Und ersetzt den Barrel Stabilizer, wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe. Also für Pistole und SMG gibt es dann wohl keine Barrel Stabilizer, sondern nur noch das Lasersight. Soweit habe ich das verstanden. Das Geile bei den Lasersights, man kann die RGB-Beleuchtung, so wie es gesagt wurde, verändern, sodass der Laserpunkt von mir aus nicht grün, sondern rot oder hast du nicht gesehen. Das ist mega coole Sache. So, jetzt kommen wir zu Wingman und jetzt kommt der absolute Hammer. Ich weiß, es kursierten viele Sachen, die keiner für echt gehalten hat. Das ganze Netz hat sich darüber lustig gemacht, aber es war tatsächlich kein Fake. Die Wingman bekommt Sniper-Muni. Es ist zu 100% wirklich so. Und die Devs haben sich auch erklärt, warum sie das so machen. Also zum einen, die Wingman bekommt Sniper-Munition, Sniper-Magazine. Der Rest der Waffe verhält sich gleich 1:1, Movement, Schussrate, Schaden und so weiter. Daran ändert sich nichts rein. Die Munition begründet war es damit, dass es eine erstens sehr leicht zu handelnde Waffe ist, was ich jetzt nicht so empfinden kann. Aber wenn du die im Early Game ganz am Anfang findest, hebst du ein bis maximal zwei Stacks auf und dann heizt du bis ins Endgame und musst theoretisch nie wieder Munition suchen. Es soll dem entgegengewirkt werden, dass wenn du diese Waffe findest, dass du mit deiner Munition ein bisschen haushalten musst, weil eben die Sniper-Munition nicht so hoch stapelbar in den Stacks in deinem Rucksack ist. Das ist die Begründung. Und im Allgemeinen soll es auch so sein, und das ist nämlich jetzt das Nächste, und das habe ich auch für einen Riesenscherz gehalten, weil die Spitfire bekommt tatsächlich leichte Munition. Es ist ebenfalls kein Scherz und alle haben sich im Internet auch darüber lustig gemacht. Und das Internet, gerade auf Twitter, ist jetzt mittlerweile voll von eigens kreierten Fake Leaks, basierend auf diese ganze Geschichte, die ich euch hier gerade erzähle. Da gab es ja wieder jemanden, der da early irgendwas geleakt hat und irgendwie an diese Informationen kam und dann kam ein Scherz nach dem anderen. Aber im Endeffekt werden jetzt alle in die Röhre gucken, wenn sie merken, dass das alles gar kein Fake war. Inklusive mir tatsächlich. Mir ist die Kinnlade im Livestream runtergefallen. Das ist Fakt. Und auch, um das jetzt mal ein bisschen zu verdeutlichen, die Spitfire kriegt leichte Munition. Warum das Ganze? Respawn hat mitbekommen oder analysiert über die letzten Seasons, dass gerade im Midgame und im Endgame fast ausschließlich schwere Waffen im Spiel sind und kaum noch leichte. Und jetzt, wo auch die leichte Waffe, die 301 übrigens, in den Replikator wandert, bleibt ja faktisch nur noch die 99, haben sie betitelt als leichte Waffe, die bis zum Endgame irgendwie noch auffindbar ist. Ich glaube, einer der Devs hat ganz vergessen, Mensch, die G7 kommt ja raus, ist ja auch eine leichte Waffe. Aber sie haben es so betitelt, dass einfach die Mischung aus schweren und leichten Waffen ein bisschen ausgeglichener sein soll. So gibt es jetzt auch eine leichte LMG, nicht nur zwei schwere und eine mit Energy. Und so haben sie in Zukunft für Apex Legends auf jeden Fall mehr Platz für Meta-Changes und so weiter und so fort. Das ist so die grobe, ich hoffentlich verständliche Art und Weise, zumindest für mein Englisch, so wie ich es im Livestream verstanden habe, sollte das theoretisch passen, um euch grob klar zu machen, warum das Ganze passiert. So, ich hoffe, ihr konntet mir grob folgen. Was haben wir noch? Die EVA 8 bekommt tatsächlich den Buff des Jahrtausends. Die Feuerrate wird erhöht, Nachladegeschwindigkeit, je nachdem, was wir für ein Shotgun-Bolt haben und auch je nachdem, was für ein Shotgun-Bolt ist, wird auch die Feuerrate wieder noch ein Stück weit mehr angehoben. Bin ich jetzt tatsächlich kein Freund von, weil ich die EVA einfach nicht geil finde. Double-Tap-Trigger kommt zurück, auch kein Geheimnis. Und das macht die Waffe nochmal zu einem absoluten Biest. Nächster Hop-Up, der zurückkommt, der Skull-Piercer, kommt zurück, der Schädelspalter. Für die Wingman, für die Longbow, eine dritte Waffe gesellt sich dazu, die jetzt diesen Hop-Up tragen kann, und zwar die 3030 Repeater. Weiter im Text, was haben wir noch?
Moment, habe ich hier noch ein, zwei, drei Bilder, bevor wir auf den Battle Pass kommen? Battle Pass, wie gesagt, zeige ich ganz zum Schluss ein paar richtig coole Bilder. Backpack Gold. Der goldene Rucksack. Es wird auch dies passieren. Auch das war kein Fake. Mit dem Backpack haben wir jetzt nicht mehr den Perk Guardian Angel. Quasi, wenn wir einen Teammate hochheben, der gedownt ist, dass der dann 50% mehr Leben und Schild wieder hat. Oder 50% genau Gesundheit wieder. Und zwar wandert dieser Perk auf das goldene Knockdown-Schild. Was da passiert noch genau, sage ich euch gleich, wie das funktioniert. Wer von beiden, der gedownte oder der hochhebt, das Knockdown-Schild haben muss, sage ich gleich. Welchen Perk bekommt stattdessen der goldene Backpack? Ihr könnt die großen Heals, sprich Medikit oder Schildbatterie jetzt statt 2, 3-mal pro Stack stapeln und das Phoenix-Kit 2-mal statt 1-mal. Das ist nicht schlecht. Ob das jetzt aber unbedingt hätte so sein müssen, bin ich mir nicht so sicher. Knockdown-Schild. Und jetzt kommt genau das, was sich viele schon so lange gewünscht haben. Von mir aus, ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Es ist krass, aber das Self-Revive verschwindet vom goldenen Knockdown-Schild und kein Item der Welt wird dieses bekommen. Und ich glaube auch nicht, dass es zurückkommen wird. Dafür können wir mit dem goldenen Knockdown-Schild jetzt gedownte Teammates hochheben. Achtung, derjenige, der noch lebt und quasi sein Teammate hochhebt, muss das goldene Knockdown-Schild tragen, damit diese 50% Leben und Schild wieder regeneriert sind. Ganz wichtig, also passt genau auf, wenn jemand ein goldenes Knockdown-Schild in Zukunft findet, sollte es eine Lifeline sein oder von mir aus einen extrem oft gepickte Legende. Newcastle, kleiner Scherz in diesem Sinne, ich hoffe, dass da was passiert, weil er ist tatsächlich in Season 13 die schlecht gepickteste Legende, das hätte ich niemals gedacht. Und hier habe ich mir auch aufgeschrieben, es kommt noch much more, der Dev, der diese ganzen Änderungen bis hierhin erzählt hat, meinte, es ist noch so viel mehr, was passieren wird, da kann gar nicht über alles reden. Vorab, bevor ich das vergesse zu sagen, ich habe es mir hier nirgendwo notiert, ich habe hier leider nichts, was Ranked betrifft, das wurde einfach nicht thematisiert, aber es sind Änderungen für Season 14 in Planung, wie die aussehen, kann ich nicht sagen, es wurde nur in der Fragerunde thematisiert, ganz wichtig und ich hoffe, dass da auf jeden Fall wieder das ein bisschen mehr in Richtung Season 12 geht, nur vielleicht nicht ganz so einfach. Level Cap Increase, also quasi die Levelgrenzenerhöhung. Und hier bin ich ein bisschen verwirrt. Achtung! Uns wurden hier sämtliche Trailer bis auf der Battle Pass Trailer in diesem Stream schon gezeigt. Und im Gameplay Trailer, den ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen habt, weil der Trailer und dieses Video kommt zeitgleich raus. In dem Trailer sieht man das Thema Level Cap Increase und dort kommt dann eben ganz groß Level Cap Increase. Unten steht dann Level 500 und dann gibt es so einen Ladebalken und dann steht dann eine Level 700. Und das Kuriose, im Livestream wurde aber gesagt, dass das Level Cap Increase so aussehen wird, wir leveln bis 500 und, Achtung, festhalten, auch das wird geschehen, ein Dreifach-Prestige-System. Wenn wir Level 500 erreicht haben, können wir jeweils noch dreimal bis Level 500 leveln, sodass wir schlussendlich theoretisch Level 2000 erreicht hätten. Und jedes Mal, wenn wir Level 500 erreicht haben, aktivieren wir das Prestige und bekommen Prestige-Banner. Ich kann und darf euch jetzt hier leider keine Bilder zeigen, aber wir alle haben sie schon gesehen. Ich umschreibe es einfach mal mit der Octane Lifeline und der Gibraltar Badge. Mit der Spritze drin oder eben diesem Airstrike-Logo oder dem Kreuz-Logo, das Erste-Hilfe-Logo von Lifeline. Das sind die Prestige-Badges und die gehen allesamt von 1 bis 500. Und der Dev, der das beschrieben hat, sagt, es geht dreimal noch bis 500. Aber im Livestream wird 500 bis 700 gezeigt. Das ist jetzt ein sehr konfuses Thema, deswegen kann ich euch nicht hundertprozentig sagen, was genau passiert da jetzt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, ich glaube eher dem, was die Devs sagen. Sie meinten nämlich Maximallevel dann 2000. Und Achtung, das fragen auch viele, gehe ich jetzt sofort drauf ein. Wir werden wieder mehr Legendary Tokens freischalten. Wir bekommen Apex Packs, die wir über die Prestiges ganz normal freischalten. Achtung, bis jetzt war es ja so, hast du bis Level 500 gelevelt, konntest du 199 oder eben 200 Packs freischalten. Und wenn wir es jetzt schaffen, komplett Prestige durchzusuchten, bis Level 2000 theoretisch, haben wir etwas über 530, 540 Packs
und wer das ganze System kennt. Und auch die Devs haben es nochmal gesagt. Achtung, die meisten sollten es wissen. Ein Erbstück mindestens in 500 Packs. Also, wer rechnen kann, der sollte jetzt klar wissen, wenn wir es schaffen, ohne jemals Geld auszugeben, bis Level 2000 können wir uns ein Erbstück freischalten. Ganz einfach. Dauert nur verdammt lange. Und nein, auch ganz wichtig, das finden einige enttäuschend. Ich wiederum finde es sehr, sehr gut, dass es nicht so ist. Für die, die jahrelang schon 500 sind, sagen sich ja, theoretisch wäre ich schon 1400, 1500. Es gibt ja im Hintergrund so einen Apex-Tracker, den man auf einer App gucken kann, welches Level wäre ich theoretisch. Das wird natürlich nicht angerechnet. Wie blöd wäre das denn, wenn das angerechnet würde? Wenn du dich nicht dagegen wehren könntest, willst aber eigentlich von 0 oder ab 500 anfangen, dann kriegst du dann hier, keine Ahnung, 300, 400 Packs hinterhergeschmissen und hast dann wieder keinen Grind. Ist doch geil, du fängst jetzt einfach wieder an zu grinden, levelst die ganzen Badges durch. Mach doch Bock, andersrum würde ich es totaler Käse finden. Meine persönliche Meinung. Was haben wir noch? Ja, kommen wir mal, bevor ich das jetzt hier völlig verpeile, einzublenden. Ich habe jetzt hier noch ein, zwei Bilder, bevor wir zu den Battle Pass Skins kommen. Und ansonsten war es das schon fast wieder. Hier ist ein Zugang zu Relic, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und jetzt kommen wir zu den Battle Pass Skins. Achtung! Nummer 1. Die Triple Take wird die Battle Pass Waffe. Level 100 und 110. Welche Variante das jetzt ist, kann ich euch leider nicht beantworten. Sieht sau stark aus. Ich mache das hier mal kurz ein bisschen größer. Moment. Weil ich dieses Teil hier in der Mitte so ultra nice finde. Das sieht einfach ultra geil aus. Und die beiden Skins bzw. Der andere Part des Triple Tech Skins, mein Gott, habe ich ein Sprachfasching, der in weiß sieht auch ultra nice aus, aber ich fand den ersten deutlich besser. Und Level 25 bzw. Level 50, einmal Caustic, einmal Wraith. Und damit haben wir, glaube ich, das hier alles. Und jetzt können wir gerne noch zur Fragerunde überspringen und ich versuche hier mal ganz grob durchzuheizen. Es waren viele Fragen beantwortet. Ich habe mir nur die wichtigsten reingezogen. Ich habe unter anderem eine Frage gestellt, die thematisiert wurde. Da ging es aber um Stories, ob die mal fortgeführt wurden. Ist jetzt nicht weiter der Rede wert. Strike Packs habe ich angesprochen, aber das allgemeine Thema Cheating wurde angesprochen und dort wird auf jeden Fall extrem heftigst dran gearbeitet. Doch chronologisch jetzt einfach mal. Es kam tatsächlich die Frage, gibt es irgendwann mal ein System, dass man Sachen verschenken kann, wie Skins, Crafting-Metalle, vielleicht sogar Coins. So etwas in der Art soll mal irgendwann kommen. Was da aber alles theoretisch verschenkt werden kann, steht noch im Raum. Das wurde nicht thematisiert, weil wir können Skins nun mal nicht doppelt ziehen. Deswegen macht es schon mal keinen Sinn, Skins zu verschenken. Ich könnte mir legendäre Token und Crafting-Metalle zum Beispiel vorstellen. Vielleicht sogar Coins. Das wäre natürlich eine Hammer-Sache. Was da alles noch verschenkt werden könnte, schreibt es mal in die Kommentare. Na doch, Waffencharms vielleicht. Vielleicht bekommt man dann, wenn das System kommt, doch vielleicht Sachen. Wie oft habe ich jetzt vielleicht gesagt? Vielleicht kriegt man dann tatsächlich Sachen doppelt, aber das würde ich nicht so geil finden. Skins doppelt zu ziehen, wäre jetzt wirklich nicht so cool. Ranked-Änderungen, wie gesagt, es kommen definitiv Ranked-Änderungen, wurde aber nicht thematisiert, wie genau das aussieht, weil das wahrscheinlich extrem umfangreich sein wird. Ich glaube, dass es einen riesen Rückschritt, also eine Rückarbeit zu Season 13 geben wird, weil da wirklich viel schiefgelaufen ist. So, wir können mal kurz über den Season 14 Gameplay-Trailer reden. Ich weiß nicht, ob ihr ihn jetzt mittlerweile schon gesehen habt oder ob ihr zuerst mein Video guckt. Es kommt beides gleichzeitig raus. Ich habe in dem Season 14 Gameplay-Trailer tatsächlich keine neue Waffe sichten können. Ob jetzt trotzdem eine neue Waffe kommt oder nicht, müssen wir abwarten. Das muss ich auch nochmal sensibilisieren. Manchmal sieht man in einem Stories from the Outlands-Trailer eine Prowler, die auf einmal automatisch schießt. Oder im letzten Trailer die Havoc, die wieder Einzelfeuer hat, wo man denken könnte, der Fire Receiving Mod kommt zurück. Es wurde nicht bestätigt, aber es heißt auch nicht immer nur, dass man das in einem Trailer sieht, dass es dann tatsächlich auch so passiert. Ganz wichtig, hat man nämlich in der letzten Season schon eine vollautomatische Prowler und es kam kein Fire Receiving Mod. Vorsicht walten lassen, wenn ihr das in solchen Trailern seht. Es sei denn, es ist ein Gameplay-Trailer, der offizielles Gameplay zeigt. Dann ist das wahrscheinlich nochmal eine andere Nummer. Und das möchte ich auch noch anmerken, es ist ja keine Analyse für den Gameplay-Trailer. Achtet mal in dem Gameplay-Trailer drauf. Irgendwann im Laufe des Gameplay-Trailers, ich kann es nicht deuten, sieht es aus wie so eine Art EMP-Riesenexplosion. Ich dachte erst, es ist irgendwas
das sah so ein bisschen aus wie die ultimative Fähigkeit von Horizon. Habe ich mir das jetzt nochmal im Trainingsgelände angeguckt. Die ultimative von Horizon ist so winzig klein und in einem Gameplay-Trailer achtet mal genau drauf. Auf irgendeinem Dach, Vantage drückt auf irgendwas auf ihrem Knopf und im Hintergrund eine riesen EMP-Explosion. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ist es irgendwas Großes, irgendwas Krankes, was wir hier jetzt noch nicht erfahren haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann haben wir keine Änderungen der Charge Rifle. Es wurde gefragt, wie sieht es mit der Charge Rifle aus? Die ist ziemlich krass. In Season 14 passiert da nichts, aber Respawn hat ein Auge auf die Waffe, weil sie wirklich sehr, sehr stark ist. Also müssen wir da abwarten. Anti-Cheat hatte ich schon erwähnt. Sie sind hart dran am Arbeiten, kriegen es aber aktuell immer noch nicht so ganz. Ich habe es schwierig verstanden, es wurde wirklich nur kurz angerissen. Strike Pack wurde leider nicht erwähnt. Ich hoffe, dass da auch endlich das Strike Pack mit in dieses Anti-Cheat zählt, weil das ist auch einfach eine Nummer, die endlich mal aufhören muss. Es gibt in Planung in Zukunft keine weiteren PvE-Modi. Ich glaube, es war in Season 5, wo wir diese Story-Events hatten, wo wir dann den Schädel von Ash freigeschaltet haben über Wochen. Es ist in Zukunft nicht mehr in Planung, sowas nochmal zu machen. Wenn, dann wird es dafür eigenständige Spiele geben. So hat es zumindest der Dev gesagt. So, Cross-Progression war ebenfalls eine Frage. Richtet euch nicht darauf ein, dass das in Season 14 kommt. Definitiv nicht. Sie wünschen es sich. Alle Devs allesamt zocken selber Apex, wünschen sich diese Funktion. Das Spiel war nie konzipiert für diese ganze Geschichte und deswegen dauert es eben sehr, sehr lange, um das so zu implementieren, dass es nachher auch funktioniert. Ich verstehe den Frust bei vielen, die so lange schon drauf warten. Ich will es auch, ich möchte gerne auf PC wechseln, schon sehr, sehr lange. Aber ich verstehe auch, oder ich sag mal so, lieber noch ein Jahr länger warten, als dass es jetzt rausgeballert wird. Und dann versuchst du zwei Accounts zu verschmelzen oder wie auch immer es im Endeffekt funktioniert. Und dann sind vielleicht die Hälfte deiner Sachen weg, weil wir es alle zu schnell wollten. Lieber länger warten, dafür ist es dann richtig geil. Das muss man eben abwarten. Vorher macht es einfach keinen Sinn. Das hat die Erfahrung in den letzten 3 Jahren doch einfach gezeigt, dass es manchmal geiler wäre, vielleicht nicht so schnell. Ach so, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. In Zukunft wird es trotzdem noch jede Season weiterhin eine neue Legende geben. Es wird sich noch ein Stück hinauszögern, bis sie irgendwann an den Punkt kommen, wo vielleicht nur noch alle 2 Seasons eine neue Legende kommt. In diesem Sinne hoffe ich trotzdem, dass in Season 14 eine neue Waffe kommt, dass wir da bei Laune gehalten werden. Und ich denke, dass ich jetzt in diesen fast 23 Minuten alles erzählt habe, was ich erzählen wollte. Ich bin jetzt auf eure Meinung gespannt, dass tatsächlich diese vermeintlichen Fake Leaks, über die sich das gesamte Internet lustig gemacht hat und dann eigene Fake Leaks kreiert hat, die wirklich unterirdisch waren, mit denen wahrscheinlich jetzt die Kinnlade runterfällt, dass es tatsächlich so passiert. Und auf eure Meinung bin ich natürlich auch extrem gespannt. Haut rein, bis zum Donnerstag Nachmittag. Dort gibt es dann das Vantage-Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.